Nur zur Sicherheit. Und bevor wir weiter fortfahren, gibt es ein Kind unter euch? Der kleine Gideon, er hat heute Geburtstag. Ist er da? Gideon, wo bist du? Wo? Na, komm her zu mir. So, komm mal nach vorne, Gideon. Grüß dich. Wie alt bist du? 7 Jahre. Der kleine Gideon ist heute 7 Jahre alt. Und jetzt möchte ich dir, Gideon, sagen, wir brauchen dich am Schluss des Tonights nochmal. Oh, dein Herz klopft, meins auch. Wir brauchen dich am Schluss nochmal für eine ganz besondere Zeremonie. Aber jetzt, Gideon, wird das passieren, mit was du nicht gerechnet hast. Denn das ganze Volk hier zu Königstein wird dir ein Happy Birthday singen. Auf drei geht's los. 1, 2, 3. Wir nutzen die Zeit nochmal, unser Geburtstagskind Gideon zu begrüßen und ihm nochmal ein kräftiges Handgeklappe für seinen Mut, dass er auf den Platz kommt. Bravo, gut gemacht. Und nun wird dir die Ehre zuteil, dem Eberhard sein Gewand anzuziehen. Ist das cool? Prima. Dann komm mal mit. Die hohen Herren zu Ross begleiten Eberhard. Sie flankieren ihn und nun zeigt euch noch einmal in einer großen Runde am Volke und kommt hier zur Mitte zu mir. Des Weiteren bitte ich die Ehrenwerte Dorothea von Bissenhorn, nebst Gefolge den Siegerkranz und die Ehrenzeichen eines Ritters hier nach vorne zu bringen. Eberhard, Mann, also ich muss schon sagen, als wir hier begonnen haben, hätte ich Ihnen das nicht zugetraut. Was meint ihr? Hat er gut gemacht? Ja! Hat er wirklich gut gemacht? Ja! Sein Knappe ist nicht dabei. Eberhard, ja. Steiger. Zunächst wird nun der Ritterschlag vollzogen. Gideon, du darfst nun helfen, ihm das Gewand überzustreifen. Gib mal mir den seinen Wappenrock. Und ihr kniet nieder. Okay. An der Etikette müsst ihr noch ein wenig feilen. Okay. Okay. Nehmen das mal. So, über den Kopf. Da muss er durch. So, zieh mal hin. Vergesst die Waschi. Na. Zieh. Eberhard, eure Arme, ihr dürft schon ein bisschen mitmachen. Was ist denn das hier? Eberhard. Ja. Gideon, Eberhard macht es nicht. Da kannst du besser probieren, Zinnes. Ja. Gott sei Dank muss er das nicht alleine machen. Gott, da geht's raus. Eberhard, hier ist die Oder er steckt ihr? Wohl fest. Meint ihr, er könnte sich alleine anziehen? Ich glaub's auch nicht. Aber Gideon das ist ja dabei, schon. Er schafft das schon. So, wollte ich Ihnen was sagen. Das geht nicht. Das reicht nicht. Nein. Eberhard hätte den Helm ausziehen müssen. Ah, ich sag's ja. Seid ihr euch da wirklich sicher? Ja, ja. Arm ausstrecken, Eberhard. Mach den Helm aus. Warte mal, Helm aus. Wir müssen den nochmal ausziehen, ganz ausziehen. Das wird nichts. Ich komm hier gar nicht nach. Oh. Der Eberhard. Und den Kragen. Das ist unser Ritter. Ja. Jetzt aber. Nochmal. Gideon, greif zur Tat. So, genau. Und jetzt ziehst du es hinten runter, Gideon. Genau so, perfekt. Ja, genau so. Jawohl, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So wird nun der Ritterschlag vollzogen. Moment, ich gebe euch Stimme. Der Herr von Zevelingen, ich gebe euch Stimme. Nun, so schlage ich euch zum Ritter im Namen des heiligen Michaels und des heiligen Georg. Und auch, dass ihr diesen Tag niemals vergessen sollt. Oh! Nun, erhebt
Siegerkranz, der euch übergeben wird von dem kleinen Gideon, dem Geburtstagskind des heutigen Tages. Eberhard, zeigt euch noch einmal dem Volke. Nein. Ja! Aufs Ross mit euch! Gideon, das hast du prima gemacht. Ich werde mich an dich erinnern, wenn ich mal jemanden brauche, der bei einem Ritterschlag hilft. Einverstanden? Gideon! Und nun hier, hohe Herren zu uns, angeführt von unserem frisch gebackenen Eberhard. Zeigt euch noch einmal!